Es ist wieder Fightzeit. Und diesmal kam ein Kämpferwunschrein von GermanTobi9 Jonathan. Okay. Da German stehen hat, nenne ich ihn Jonathan. Würde da Englisch-Tobi9 Jonathan stehen, hätte ich ihn Jonathan genannt. Aber nein, er ist ja deutsch anscheinend. Er wünscht sich, dass ich... als spärlicher kleiner Pflanzenmann... gegen den männlichen Piccolo kämpfen soll. Na, das kann ja heiter werden. Da passt aber die Ödnis wirklich am besten. Weil der Pflanzen... beide sind so schön grün. Ach ja, die Ödnis ist grün. Sie sind grün. Alles ist grün. Zum Pupsen. Ach ja, coole Mucke mal wieder. Geile Gitarre. Oh yeah. Yeah, sieh dir diese Machtgleichheit an und ich bin unglaublich. Huts. Ach ja, was ich mal sagen könnte, es ist lustig, dass ich immer alles so in verschiedenen Parts unterbringe. Da muss man immer alle gucken, um alle Infos zu wissen. Was ich sagen wollte, falls es so aussieht, als ob ich immer nur euch das zeigen würde, was ich gewinne. Also, dass ich immer nur aufnehme, was ich, wenn ich gewinne und so bla 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 und das dann auch nur hochlade und ihr euch mal wünscht, dass ich verliere. Das ist kein Problem, wenn ich mal verlieren würde. Bis jetzt habe ich wirklich jeden... was war das? Part gewonnen, den ich aufgenommen habe beim ersten Versuch. Ich werde mich aber auch nicht absichtlich anstrengen zu verlieren. Vielleicht mache ich es ja jetzt doch. ich werde nicht absichtlich versuchen zu verlieren. Also ich werde nicht absichtlich versuchen zu verlieren. Und wenn ich mal verliere, dann bleibt das halt im Part drin und dann wird das einfach nochmal. Dann mache ich einfach normal kämpfen, bis ich halt gewinne. Je länger wird der Part und so. Würzigere wird er für euch. Also es soll nicht so eintönig rüberkommen. Und nicht wundern, dass ich Pflanzenmanns beste Attacke nicht nehme, denn es ist die Selbstzerstörung und auf die habe ich echt keine Lust. Würzig. Yeah. Du würziger Pflanzenspringt. Bäm, zack. Ja, der Pflanzensprint hat sie gegeben. Was hat denn der eigentlich so? Säure und Nachbild. Flupp, Nachbild aktiviert. So, was könnte ich eigentlich mit dem Pflanzenmann jetzt so Schönes machen? Der Pflanzenmann kann ja nicht die... Was war das denn? Ja! Haha. Würzig! Ja, jetzt aktiviert. Hehe. Ach so, das war falsch. Huska! Gut. Ach ja, der Pflanzenmann ist schon so ein knuffiger Geselle. Ich dachte schon, der Piccolo reagiert. Regeneriert sich schon wieder, aber das tut er zum Glück doch nicht. Wups, wups, wups. Okay. Ich mag's, wenn die Würzigen immer würziger werden. Wow, 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 wow. Nee. Oh oh. Alter, von vorne... das war Fail. Würzig! Den muss mal Einhalt geboten werden hier. Wow, 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 wow. Ich muss hier gerade mich ein bisschen konzentrieren. Bitte sei es verziehen. Würz! Der Pflanzenmann kann gar nicht so viel, ne? So, aber jetzt könnte ich eigentlich als ultimative Attacke seine ultimative Attacke einsetzen. Wie Captain Obvious war das denn? Was zum... Komm endlich mal her! Oh, Menno. Piccolo, du weißt, dass ich nicht mag, wenn du immer vor mir wegrennst. GGG! Hehe, drei Motherfucker. Aua. Ich hasse übelst Attacken, wo man am Ende nur noch ein KP übrig hat. Die sind sinnlos. Von Chao Tzu und der hat die, glaube ich. Und sonst... doch, Super Buu hat die, glaube ich, auch noch. Aber die finde ich dumm. Die finde ich echt dumm, diese Attacken. Und Majin Vegeta, natürlich. Majin Vegeta.
Die finde ich echt dumm, diese Attacken, aber ich habe mich zu sehr ablenken lassen. Ich bin ja voll in den Kampf versunken und habe gar nicht mehr richtig geredet, habe ich das Gefühl gehabt. German Toby 9 Jonathan, dein Kampf war würzig und knackig und ich hoffe, er hat dir gefallen. Der Pflanzenmann macht dir auch einen Salat aus sich selbst später, damit es noch gefeiert werden kann. Also, bis zum nächsten Part von Let's Fight. Bis zum nächsten Mal.